yeah, Elektrostadt. Freunde, Römer, Mitbürger, ich habe eine Proklamation für euch und die wird manchen von euch nicht schmecken, aber das ist alles nicht so schlimm, das erkläre ich dann noch. Ich habe dann nach der Proklamation auch noch was, was ihr ziemlich geil finden werdet, glaube ich. Nämlich, ich werde erklären, was es mit dem Videotitel Reverse Mehlbacke auf sich hat. Und glaubt mir, ihr wollt dafür bleiben. Ihr wollt nicht vorher gehen. Gut, erstmal die Proklamation. Folgende Situation hat sich ergeben. Ich habe in letzter Zeit einfach mal wieder keinen Bock auf Elektronik. Will heißen, wie das bei mir manchmal so ist, mein Interessenfokus ist von hier gewandert rundherum und ist gerade da hinten. Ja? Und da hinten, ich weiß noch gar nicht, was da ist, das muss ich noch finden. Aber so wie das bei mir immer so läuft, nehme ich jetzt mal an, dass ich jetzt mal so ein Jahr oder so wahrscheinlich keinen Lötkolben in die Hand nehmen werde, sondern irgendwelche anderen Sachen mache. Ich weiß, dass es keine Großwildjagd wird, weil ich Großwild am liebsten lebend mag. Vielleicht züchte ich Erdbeeren oder kümmere mich um Chemie, stelle Mikrochips her, keine Ahnung, ich weiß es einfach noch nicht. Um ganz ehrlich zu sein, im Moment liege ich am liebsten draußen in der Sonne oder spiele drin Videospiele und beides ist nicht gut für solche Videos hier. Das heißt, es wird sich erstmal längere Zeit hier nichts mehr tun, was in Richtung Elektroschrott geht. Ich denke, ich werde den YouTube-Channel trotzdem weiterhin nutzen. Sobald ich herausgefunden habe, was ich eigentlich machen will, worauf ich gerade Bock habe, dann werde ich darüber Videos machen. Das ist dann vielleicht nicht Elektronik, aber mit ein bisschen Glück trotzdem interessant. Wir werden sehen. Es lohnt sich jedenfalls, dein Abo nicht zu kündigen, weil wenn ich nichts mache, dann ist euer Stream sauber. Und wenn ich was mache, dann seht ihr zumindest, was der dicke Zappes jetzt vorhat. Gut, okay, keine Tränen darüber, gibt genug andere Leute im Internet. Bevor allerdings hier richtig die Lichter ausgehen, ja, hatte ich noch so eine kleine Idee. Und zwar, es hat sich bei mir sowohl durch eigene Käufe als auch durch die Mailbacke-Sendungen und überhaupt einiges an Schrott angesammelt. Und was soll ich sagen? Ich möchte der Community etwas zurückgeben. Ich mache mal einen kleinen Kameraschwenk hier. Ja, und runter. Ja, so ist es schön. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen in den Weitwinkel. Das hättet ihr, ohne dass ich es erklärte, nie gemerkt. Und dann positioniere ich mich mal strategisch lasziv vor diesen beiden Kisten, um euch zu erklären, was es damit auf sich hat. Also diese Kiste hier, ja, die enthält Schrottspenden von meinem Freund Paul. Ja. Und diese Schrottspenden, die sind da drin, weil die so diese charakteristische Mischung der Mehlbacke-Pakete ergibt. Ja. Ihr wisst schon, werkstoffhofreif. Obwohl, ich weiß gar nicht, die Bluetooth-Boxen, die er da eingepackt hat, ich glaube, die funktionieren sogar noch. Hm? Keine Ahnung. Wir haben da noch ein DSL-Modem und ein paar LED-Teile. Ach, das ist so lustiges Zeug, wenn auch wahrscheinlich nicht besonders, whatever. Zusätzlich ja, habe ich in diesem Karton hier das Zeug, was ich mir zusammengesucht habe. Ja, also in der Kiste hier sind solche Sachen drin, wie das letzte existierende Birklin Erste-Hilfe-Kit, der Sensor aus dem Internet of Plants, mein alter Radiowecker, der, den ich durch meinen eigenen Wecker ersetzt habe, ist ein Sony, ja, mit Funk und allem funktioniert auch noch. Display inklusive dem Display-Controller, den ich damals irgendwie bei eBay beschafft habe, aber nie benutzt. Mein erstes Multimeter ist drin. Ja, so ein 35-Euro-Teil von Fugtech oder so. Funktioniert aber auch. Ein paar Netzteile noch original verpackt. Die Kamera-Lichtschranke, die ich gebaut habe. LED-Strips. Geraffel. Ja? So. Wir gehen mal wieder nach oben, ist ein bisschen unbequem hier, so alter Mann, Rücken. Oh, das war eine harte Nummer, oh Mann, oh, Rücken, oh, alter Mann. Ja, deswegen kann ich auch unmöglich so viel filmen wie vorher, ich bin einfach zu gebrechlich.
Gut, egal. Wir haben jedenfalls diese beiden Kästen mit mehr oder weniger attraktivem Schrott. Ich denke, es ist auch einiges dabei, was eher in die Kategorie mehr gehört. Und ich möchte diese beiden Kisten verlosen. Ich werde sie natürlich vorher noch gut durchmischen. Und bevor ich auslose, wird bestimmt noch das ein oder andere Stück reinfliegen. Ja. So, wie es läuft. Folgendes. Ich habe mir das ausgedacht, damit die Diskussion über mein vorläufiges Channel Urlaubsdings ja nicht ausartet. Ich werde diese Kisten bzw. ihren Inhalt aufgeteilt auf zwei große Pakete verlosen an die Leute, die unter dieses Video hier einen Kommentar schreiben. Es gibt einen Haken. Einen einzigen. Jeder von euch darf nur einen Kommentar schreiben. Ich werde zur Auslosung, ich vermute mal so in ungefähr 2 Wochen, wenn ich keinen Bock mehr habe zu warten, also ich sag noch nicht mal genau, bis wann es noch läuft, aber ich nehme an, es werden ungefähr 2 Wochen sein. Bis zur Auslösung könnt ihr hier Kommentare hin, einen pro Person. Dann werde ich bei der Auslosung hingehen und werde mit so einem externen Skript, da gibt es so diverse Dinge, zufällig 2 Kommentare auswählen von denen, die drunter sind. Ich werde bei den Kommentaren dann auch gleich sehen können, ob die entsprechenden Leute mehr als einen geschrieben haben. Wenn ja, werden sie disqualifiziert und ich suche den nächsten raus. Aber die ersten beiden, die ich da so auslose, die nur einen Kommentar geschrieben haben, völlig egal, was da drin steht, die werde ich über eine YouTube-Message kontaktieren. Ihr solltet also zusehen, dass vielleicht euer Profil es erlaubt, dass ich euch eine Message schicke, weil sonst disqualifiziere ich euch und suche jemand anderen raus. Und ja, dann werde ich euch kontaktieren. Ihr gebt mir eine Adresse, wo ich das Zeug hinschicken soll, und dann schicke ich euch das Zeug. Und dann könnt ihr euch darüber freuen, was er da mal so vom dicken Zappes bekommen hat. Und ich bin's los und muss nicht zum Wertstoffhof. Damit finde ich total gut. Ja, das war dieses. Ihr werdet mich möglicherweise in gar nicht allzu langer Zeit übrigens an anderer Stelle im Internet zu einem ganz anderen Thema in Videos sehen. Aber wenn das soweit ist, dann werde ich vielleicht ja noch mal einen kleinen Hinweis posten. Ist denkbar, dass ich das mache. Das ist eigentlich ganz sicher, dass ich das mache. Aber gut, Kinners, hat viel Spaß gemacht mit euch. Und jetzt warten wir darauf, dass ich mal wieder ein vernünftiges Thema finde, über das ich mich austauschen kann und darauf, dass ich auch gerade zu dem Zeitpunkt Bock habe. Bis dahin bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüssing. Wenn noch Platz drin ist, könnte ich einfach den Hausmüll mit reintun.